Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine, er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen, kleinen Kopf reingehen. Bonnie. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Danke, aber ich sollte auf Arbeit nicht trinken. Sicher? Ups, mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ah. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Ich weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut. Du musst. Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Hat sie einen? Ist sie heimlich verliebt? Ich weiß es nicht. Also mitbekommen habe ich jetzt noch nicht wirklich was. Und wieso geht dich das was an, Bonnie Rivera? Hey, wenn ein Kaff wie dieses eine Sache zu bieten hat, dann ist es rührwarmer Klatsch und Tratsch. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch, Schluss aus, Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja. Finde ich auch. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Das ist doch wieder... Ja, das ist doch wieder hier. Geh mal aus dem Weg hier. Sobald Mom nach Hause kommt, heißt es nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie... Weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Und damit übrigens endlich hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. So. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee. Nur die eine. Was hast du davor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo ist da eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Jaime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Yes. Gab dann wohl nur die eine. Ja. Okay, wir haben das Geheimnis. Hier können wir immer noch nicht durch die Tür, ne? Aber ich weiß nicht, im nächsten Raum, da war ja auch noch irgendwas, was wir leider nicht mehr machen konnten. Weil das dann umgeswitcht ist und so. Mädel, kommst du mit? Das ist nur der Rückweg, den du da antrittst. Oder kann die da die Leiter runter? War da eine Leiter? Ach, da war eine Leiter, okay. Hallo? Mr. Gruseliges Geistmonster-Ding. Sind Sie noch da? Ich habe ja so eine unglaublich clevere Entscheidung getroffen. Also, ich hätte es wissen müssen, bin ich ganz ehrlich, weil bei den Spielen von Supermassive Games war es bisher fast immer so, dass die richtige Entscheidung eigentlich das ist, dass man wegrennt. Ich kann auch nicht mehr reden heute. Aber, ja, es war halt meine Freundin, ne? Und da wollte ich dann hier keine Lusche sein, sondern sollte ihr dann helfen. Aber es hat ja irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Okay, wenn die das Viech jetzt nochmal sehen, sollen sie auf jeden Fall wegrennen. Leute? Hallo? Hey, wo sind denn alle? So, das war da oben. Die Frage ist jetzt, da müssen wir, glaube ich, rein, um zu denen zu kommen. Ach, genau. Das ging, glaube ich, nicht auf, oder? Weil das elektronisch war? Ah, nee, da war ein Schloss. Ah, okay. Ich habe aber keinen Schlüssel dafür. Da hochgehen bringt mir auch nichts. Wobei ich nicht glaube, dass ich da überhaupt hochgehen kann. Eine Taschenlampe wäre ganz cool. Hat der eine uns nicht allen eine Taschenlampe in die Hände gedrückt? Es liegt auf dem Ding drauf. Maschinenshop? Oha. Oh nein. Jaime? Bonnie, Jaime! Brüderchen. Nein. Er ist nicht. Linda, er atmet nicht mehr. Nein. Ah! Wie konnte sowas passieren? Wie konnte sowas nur passieren? Das ergibt keinen Sinn. Ja, irgendwie nicht, ne? Bonnie, lass uns Chris und Robert fragen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Oh, Scheiße! Dort! Was ist das? Das ist das, was Frank Stone mit seinen Opfern... Oh, Scheiße! Das ist vielleicht ein Nachahmer! Wir müssen los! Nein, nicht ohne Jaime. Bonnie, wir müssen los. Sofort. Oh nein, schon wieder. Nein! Was soll ich machen? Ah! Den Killer mit der 8mm Kamera abgewehrt. Oh. Cool, das geht. Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Okay, der kommt wohl noch öfter. Ja, ich habe gerade jetzt ein bisschen Schiss bekommen. Vor allen Dingen, wo ist die andere jetzt hin? Hat hier nicht gerade noch was geleuchtet? Kann ich hier raus? Ich meine, das ist immer der Ausgang vom Hund gewesen. Wieso komme ich da nicht raus? Ich bin auch nicht viel größer. Rufe den Fahrstuhl nach unten. Tja, und wie? Da kommen wir, glaube ich, rüber. Ist alles so dunkel. Ich hasse das, wenn man nichts sehen kann, ne? Kommt der Hund jetzt? Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus. Okay. Geh, nimm doch einfach die Treppe. Ach so, die Treppe ist nicht mehr da. Okay. Alter, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt zwischendurch filmen soll. Oder ob ich nur filmen muss, wenn ich jetzt hier was Rotes sehe. Ich gehe mal davon aus, dass ich nur dann filmen muss, wenn dann wieder sowas Rotes halt kommt. Ich gehe aber dummerweise genau in die Richtung, wo die Geräusche herkommen. So wie das natürlich immer bei solchen Spielen ist. Können mich die Viecher nicht einfach in Ruhe lassen und ich kann den Rest der Story noch so ein bisschen genießen? Ja, ist okay, ist okay. Was ist das denn? Nein, nicht schon wieder. Lasst mich doch in Ruhe mit euren blöden Jens. Der ist hinter dir, pass auf. Jetzt habe ich mich erschrocken. Weil ich das davor gesagt habe. Nein, 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 es ist hier. Finde die nötigen Teile. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was soll ich die denn finden? Ich weiß ja nicht mal, was benötigt. Achso, ein Teil nur. Okay. Ich weiß aber trotzdem nicht, was benötigt wird. Da der von da kam, nehme ich mal an, dass wir... Achso, ein Teil nötig, ja. Dass wir wieder zurückgehen müssen. Ich habe halt auch wieder das Problem, dass ich nicht laufen kann. Das ist mit diesen Sticks so selten dämlich, wenn man den reindrücken muss und dann gleichzeitig noch bewegen muss. Dann, das nimmt der Controller irgendwie nicht richtig an. Ich weiß auch nicht. Also es nimmt irgendwie keiner meiner Controller richtig an. Deswegen ist das immer eine ganz dumme Idee, wenn die Entwickler sowas machen. Okay, ich denke, es soll klappen, oder? Und ich denke, dass der gleich vor oder hinter mir wieder sein wird. Ach nein. Ich habe ja wieder Quatsch geredet, ich Idiot. Es war ein komplett anderes Spiel, wo ich nicht laufen konnte. Ach. Och. Sag mir das doch einer. Die haben das ja richtig gut gemacht. Die haben das nämlich mit der Schultertaste gemacht. Ja, erfahrener DVD-Profi, ne? Was kommt jetzt? Der kommt doch garantiert nochmal. Frage ist, taucht er vor oder hinter mir auf? So, halt, ja, ich wollte ja... So. Natürlich taucht er hinter mir auf. Scheiße. Ich hör's. Boah, es war so klar, ne? Nein, vergiss das. Kannst mich mal. irgendwo direkt bei mir, oder? Fuck! Nein! Es kommt! Es hört sich pervers an. Halt die Klappe! Kletter! Kletter! Hallo, ich drück doch schon die ganze Zeit A. Also halt es gedrückt. Oh, das war ja richtig clever. Okay. Alter, ich hasse diese Musik. Es ist weg. Oh Gott. Ich muss Bonnie finden. Ich würde sagen... Andererseits, wir müssen darum. Können wir vorher vielleicht noch irgendwas anderes hier machen? Sieht nicht so aus, ne? Ach, Mann. Weil ich würde gerne wissen, wie ich jetzt an dieses eine Geheimnis rankomme. Da oben. Ah, okay. Es ist aber draußen. Das ist nicht das. Oh, nein, nein. Oh. Alter. Dein Ernst? Warum dreht sich auf einmal das Bild? Oh. Ich hasse solche dämlichen Balancierdinger, ne? Wieso dreht sich das Bild dann? Hä? Es hat doch die ganze Zeit nicht gedreht. Ich gehe jetzt immer nur noch schrittweise. Oder muss ich mit dem Drehen des Bildes in die andere Richtung dann? Es ist ja total blöd. Wieso dreht sich das? Weil ich drück noch nicht mal die Link. Die läuft jetzt von alleine. Okay, ja. Nein! Ich kann... Dadurch, dass sich das Bild die ganze Zeit dreht, kann ich das nicht vernünftig ausbalancieren. Also das ist wirklich selten dämlich gemacht. Und ich laufe noch nicht mal. Das macht der ja von selber. Ich stehe jetzt. Ich drück einmal nach vorne. Drück nochmal nach vorne. Drück nochmal nach vorne. Drück immer in die richtige Richtung zum Ausbalancieren und trotzdem fällt die dann runter. Also das ist wirklich selten dämlich gemacht, ganz ehrlich. Ich werde mal meine gefühlt 20.000 Fehlversuche rausschneiden und wir sehen uns dann gleich am Ende von dem Steg wieder, würde ich sagen. Das ist nicht euer Ernst. Wenn ich auf Maus und Tastatur umstelle, nimmt er das ganz normal an und macht halt nicht diesen hier die ganze Zeit. Wie kann man einen Controller so beschissen programmieren? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ich muss mal eben wieder umstöpseln. So. Jetzt sind wir hier drauf. Yes, Diamantmanschettenknöpfe. Ah, mein Gott. Schwieriges Wort. Oh, dafür hat es sich gelohnt. Aber es ist wirklich... Also das war jetzt abartig, hier rüber zu kommen, ganz ehrlich. Da kann ich hier runterspringen. Ja, toll. Muss ich jetzt da unten noch ran? Das ist jetzt die Frage. Ich hoffe nicht. Ach nee, da bin ich im gleichen drin. Ja gut, okay. Dann ist das okay. Ist hier links noch irgendwas? Alles nur dunkel. Na gut. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!